willkommen zu Die Urbane Update. Am 12.05. letzten Mittwoch gab es ein Landesverbandstreffen online, wo 20 bis 30 Mitglieder sich ausgetauscht haben. Einmal zu den aktuellen Unterschriftensammlungen für die Bundestagswahl und die Landtagswahl in Berlin, aber auch zur Vergründung von Landesverbänden in Bayern, Hessen, Baden-Württemberg und Hamburg. Diese Landesverbände, diese Bundesländer fehlen uns noch und wir versuchen gerade alles daran zu setzen, auch dort vertreten zu sein und Vorstände zu gründen. Also wenn ihr dort seid oder Leute von dort kennt, die aktiv werden wollen, haut uns an. Es steht an, dass auch dort Verbände gegründet werden. Dann ein neues Format, der urbane Kommentar. So wie ihr jetzt hier im Urbane Update die Neuigkeiten seht, gibt es jetzt auch einen Format, das heißt Kommentar, die urbane Kommentar. Das erste Video war von Sabrina Rahimi, die einen großartigen Kommentar zu der Verabschiedung des Hijab-Verbotes, des Kopftuchverbotes für Beamtinnen, ihre Version, ihre Meinung und endlich mal die Position von Betroffenen hat zu Wort kommen lassen und klar gemacht hat, warum dieses Gesetz gegen die Menschenwürde verstößt. Also wenn auch du als urbane Mitglied einen urbane Kommentar abgeben möchtest, kannst du das gerne machen. Wende dich an unseren Generalsekretär aka Fabian Blume oder auch Circulate. Dann hat sich neu gebildet das Defense Squad. Das Defense Squad ist eine BIPOC-Gruppe innerhalb von Die Urbane, das gestartet hat in einer Diskussion, in einer Debatte um Colorism und was jetzt auch in Zukunft weitere Diskriminierungsformen diskutieren wird in einem BIPOC-Space. Wenn du Bock hast, da mitzumachen, melde dich für das Urbane Defense Squad. Dann haben wir letzten Sonntag in Berlin die Direktkandidatinnen gewählt für die Bundestagswahl, aber auch für die Landtagswahl. Das Ganze wurde per Urnenwahl gemacht im Rosa Kaleter in Kreuzberg und ich kündige jetzt an mit ein bisschen Stolz und ein bisschen Stimmung. Es wurden gewählt Ed Greve, Niki Drakos, Fabian Blume und Raphael Musa Hillebrand. Das ist meine Wenigkeit. Ich freue mich, dass wir die Direktkandidatinnen festgelegt haben. Wer noch Direktkandidat werden möchte in einem der anderen Bundesländer, dort ist es noch möglich, sich einschreiben zu lassen. Dort haben die Abstimmungen noch nicht stattgefunden. Also auf. Dann, save the date. 22.05. Nächste Woche Samstag ist der Parteitag. Dort wird ein neues Programm abgestimmt. Eine neue Satzung. Und ein neuer Vorstand gewählt. Merkt es euch, markiert es euch im Kalender. Es geht um die Mittagszeit los. Und den Link zum Video oder zur Videokonferenz kriegt ihr in euren Urbane Mails. Ganz abgesehen von Die Urbane ist am 25.05. jenseits von Parteipolitik ein ganz, ganz wichtiger Tag. Es ist der Todestag von George Floyd und es ist auch der African Liberation Day. Und für diesen 25.05. hat sich ein Bündnis gebildet. 25.05. Bündnis für den 25.05., die deutschlandweit Proteste, Kundgebungen und andere Arten des Erinnerns und Kämpfens organisieren. Haltet euch diesen Tag in eurem Kalender fest, geht zu diesen Demos, unterstützt das Ganze. Jenseits von Parteipolitik sind das einfach Themen, die wichtig sind und die es jeden Tag verdienen, von uns auf die Straße gebracht und unterstützt zu werden. In diesem Sinne wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Und